Guten Morgen, wir haben heute den 26. März 2022. Das Wetter ist wieder schön und ja, was macht man da? Man geht raus und fährt mit dem Fahrrad. Ich will das mal sehen, ich will jetzt ins Hohe Holz fahren, vielleicht da einige Erkundungen einziehen und ja, da muss ich jetzt erstmal dem Weg Richtung Neindorf folgen. Zwischen dem Jakobsberg und Neindorf liegt der Tannenabraum. Ein kleines Gewässer, was man auch zum Angeln nutzen kann, obwohl der Fischbesatz hier höchstwahrscheinlich nicht sehr groß ist. Aber es sind einige Angelstellen da. Ein schöner kleiner Teich. Und da ich meine Drohne dabei habe, werde ich sie auch gleich mal in die Luft bringen und die ganze Sache mal von oben filmen. So, hier sieht man den Tannenabraum von oben und man kann im Hintergrund den Jakobsberg entdecken. Eine kleine Siedlung auf dem Berg. Und hier nochmal den Teich aus der anderen Richtung und hier erkennen wir im Hintergrund Neindorf. Vielleicht, ja, man sieht es, das Krankenhaus ist auch sichtbar. Der Tannenabraum aus der anderen Perspektive. Ja, so viel jetzt hierzu, aber der Tannenabraum soll heute nicht mein primäres Ziel sein. Ich will jetzt weiter ins Hohe Holz. Auf geht's! Ich erreiche Neindorf und biege hier rechts ab in Richtung Hubertushöhe. An der Straße zwischen Neindorf und Hubertushöhe befindet sich der sogenannte Piepsack. Der Piepsack ist ein kleiner Tümpel, der hier mitten im Wald liegt. Ein schönes Biotop, an dem es sich Frösche und Lorche gut gefallen lassen. Er verlandet hin und wieder, aber er läuft auch wieder voll. Weiter im Wald soll es noch einen kleinen Tümpel geben. Den will ich heute mal aufsuchen. Und da er auf einem normalen Wege nicht erreichbar ist, werde ich mich so durch das Unterholz schlagen müssen. Der letzte Sturm hat ja auch seine Spuren hinterlassen. Es sind Bäume entwurzelt, umgekippt. Und es ist ein wenig morastig hier unten. Aha, und dort ist auch eine Schleuse, mit der man das Wasser ablassen kann. Interessant. Und da es ja zu diesem Tümpel, der noch im Wald liegen soll, keinen Weg gibt, habe ich heute Garmin mitgenommen. Und Garmin wird mir dann sicherlich im Wald helfen, den richtigen Weg zu finden. Also Garmin ist ein GPS. Ich habe also mein Fahrrad über die Leitplanke an der Straße gehoben und befinde mich jetzt hier im Wald auf unbefestigtem Boden. Ja, und suche den Ort. Das sieht hier aus wie so ein trockener ehemaliger Bachlauf. Und das deutet natürlich alles darauf hin, dass hier mal Wasser entlang floss und ich höchstwahrscheinlich auf dem richtigen Weg bin. Ich gehe weiter. Seltsame Auswüchse hier am Baum.
Aha, hier ist also mitten im Wald ein kleiner Tümpel. Wie vorausgesagt. Schön. Es wird sicherlich für die Tiere als Tränke dienen. Sozusagen eine Wasserstelle. Man sieht auch da unten einen Beobachtungsstand. Ich weiß nicht, vom Förster, Jäger oder vielleicht von irgendeinem Fotografen. So, hier nochmal ein Blick entlang der Strecke, die ich gekommen bin. Es war recht mühsam. Nun, das soll es für heute gewesen sein. Ein kurzer Ausflug ins Hohe Holz zum Piepsack und zu einem Teich, der mitten im Wäldchen liegt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe festgestellt, ich muss mit meinem Fahrrad noch ein bisschen üben, auf unwegsamem Gelände zu fahren. Also als ich hier durch den Wald gefahren bin oder zumindest versucht habe, es zu fahren, es gab dann doch die eine oder andere brenzlige Situation, in der ich fast hingefallen wäre. Aber egal, das wird noch. So, also einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.